Hallihallo und herzlich willkommen zum achten Teil von Astro Colony. Das Video ist aus dem Livestream entstanden und wenn ihr das nächste Mal live dabei sein wollt, schaut gerne auf twitch.tv/latrox vorbei, lasst ein Follow da, dann könnt ihr das nächste Mal live dabei sein. Und natürlich vergesst nicht den Discord, den packe ich euch unten in die Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich müsste jetzt da den Schmelzofen-Dingens irgendwo hinbauen. Hier haben wir jetzt eh Strom. Mal gucken. Geräte, da haben wir denn die Schmelze. Die haben wir eh noch im Inventar. Kann ich die aus dem Inventar holen? Schmelze. Hä? Nee, ich will das jetzt nicht umwandeln. Ich will das wiederverwenden. Oder kann ich das überhaupt wiederverwenden? Mal gucken. Wir haben hier Schmelz. Wir hätten zu wenig Bar. Achso, nee. Kann ich das bauen? Aber wenn ich es bauen kann, dann wird es wiederverwendet im Prinzip. Sieht so aus. Jetzt mal kurz die Reihenfolge durchdenken. Wir sollten da wahrscheinlich mit Förderbändern arbeiten. Der soll automatisch abbauen. Und der soll Sachen reinbekommen. Strommäßig hätte ich mir gedacht, können wir. Wir müssen nur schauen, dass die. Brauchen die Robos Platz? Nee, ich kann das auch hier mit den. Kann ich das so machen? Warte mal. Wo hat der Ausgänge? Hat der Ausgänge? Der hat da einen Ausgang, wie es aussieht. Da. Glaube ich. Ist alles ein bisschen nicht so einfach. Ich probiere es jetzt nochmal. Schmelze. Auf jeden Fall müssen wir das so machen. Nimm ein bisschen Platz. Ich baue das mal. Okay. So, hier können wir reingehen. Dann können wir schmelzen. Und danach soll das ins Lager. Danach können wir es zu Platten zum Beispiel weiterverarbeiten. Sauerstoff. Sauerstoff ist immer eine Sache, die man leicht vergisst. Dann bauen wir das hier noch ab. Und das lassen wir unten entlang gehen. Entfernen. Entfernen. Und dann können wir hier das so entlang bauen. Das sieht zwar ein bisschen weird aus, aber egal, würde ich sagen. Oh, ich habe schon wieder keine Drähte mehr. Holen wir uns ein paar Drähte noch. Braucht man ja das so, sagen wir mal, reicht. Okay, die Schmelze hat jetzt Strom. Jetzt gucken wir mal, das haben wir noch gar nicht gebaut. Wir haben hier Pfade, da heißt das natürlich dollerweise, das sollen Förderbänder sein. Kommen wir. Oder kommt da nichts raus? Warte mal. Wir haben ja auch den. Jeder hat schon Ausgänge. Also würde ich schon denken, dass das Ausgänge sind. Was ist das? Hier.
Ah, wir können wir es mit den Dingen auch machen? Dass man das so schräg macht. Probier mal. Ah, das verbindet. Perfekt. Ah, aber da haben wir ganz viel andere Sachen. Uran. Ne, warte mal. Uran haben wir eigentlich normal eh nicht da drin. Das holen wir mal raus. So. Okay. Dann sollte ich theoretisch mit den Förderbändern. Wir müssen nur hier rein im Prinzip. Ich hoffe, das funktioniert. Steuerung ist echt teilweise sehr gewöhnungsbedürftig. Okay. Nice. Somit haben wir schon mal Eisenbahn automatisiert. Und das können... Ne, wir bauen da einfach ein neues hin. Das können wir uns sicher leisten. Wo sind wir da? Wo ist das drin? Natürlich ist das ein Gerät. Wer würde es anders wissen? Okay, jetzt können wir dann... Gibt es eh nur einen Ausgang. Das bauen wir gleich direkt dahinter. Brauchen wir nur ein Förderband. Pfade. Zack, Förderband. Drehen. Go. Und die erste Automatisierung ist am Start. Oder die zweite. Das ist jetzt geil. Ah, ich glaube, wir brauchen einen Logikwürfel, weil wenn ich... Wir haben jetzt Sachen, die uns hier nicht rein sollen. Kohlenstoff ist zum Beispiel hier nicht richtig. Der soll Kohlenstoff... Ich weiß nicht, wie diese komischen Transportbots... sind ein bisschen weird. Die funktionieren nicht so wie gedacht. Dann gucken wir mal kurz. Also wir müssen die erst forschen. Ja, diese Logikblöcke und so weiter. Filter, Blocker. Der macht jetzt wieder was. Verteiler. Da brauchen wir wieder. Okay. Aber wir haben jetzt... Wir haben jetzt, wo sind die hier Logikblöcke? Was können die? Schiebt bestimmte Ressourcen auf Förderband. Blocker blockiert bestimmte Ressourcen. Das müssen wir eigentlich machen. Oder filtern. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was das Richtige ist. Ich gucke mir mal den Filter an. Filter. Alle Ressourcen. Nee. So, nimmt er jetzt nur noch die Ressourcen? Mal gucken. Das sollen wir da rausholen. Du solltest das jetzt dann wandeln. Ja! Filter ist gut. Ich glaube halt, dass der gut ist. Ich mach mal aus dem Filter Gold raus. Dann gucken wir mal, ob... Oder wir nehmen mal Kupfer raus und Gold rein. Er baut jetzt gerade Kupfer ab. Das heißt, es sollte jetzt Kupfer drin sein und das nimmt er nicht. Schaut gut aus. Somit haben wir schon mal ein bisschen Ressourcen automatisiert. Ist schon cool. Also gefällt mir. Dann stellen wir da wieder um auf Kupfer und zack, er nimmt Kupfer raus.
Eisenerz. Was können wir überhaupt? Wir können eigentlich eh nur Eisenbahn, Kupferbahn und Goldbahn. Das reicht. Somit können wir da schon ballern. Cool. Und ja. Kohlenstoff sollte er rausnehmen. Vielleicht müssen wir... Wie machen wir das am besten? Ich glaube, die Schubdüse hier können wir eigentlich mal kübeln. Ich hätte jetzt gern noch... Wie machen wir das? Es soll... Kohlenstoff müssten wir hier rein geben. Wie viel haben wir? Was kann ich da eigentlich konfigurieren? Ich glaube, das reicht mit den Transportbots. Sie machen das schon. Eisenerz. Ist das, nehmen wir da raus? Titan, jetzt lassen wir drin. Kohlenstoff. Das teile ich mal und gib mal die Hälfte da rein. Schauen wir mal, ob die das. Okay, die holen das jetzt, oder? Schaut aus. Was ist da? Ja, ich glaube, der eine Astronaut da hinten wird jetzt nicht mehr lange da bei mir bleiben. Ich glaube, der ist nicht so happy mit mir. Okay, wir können Gold im Prinzip. Ich glaube, wir brauchen Gold nicht als Erz. Das heißt, Gold haben wir da rein. Eisenerz haben wir da rein. Uran können wir auch hier reingeben. So, schauen wir mal, wie es dem Astronauten geht. Ich glaube, du bist nicht sehr happy mit mir. Sauerstoff hat er, komischerweise. Hunger hat er, schlafen muss er. Ja. Nahrung ist so ein Ding, was ich jetzt nicht so feiere. Habe ich jetzt eh schon ein paar Mal gesagt. Aber ich bin echt happy, wie cool das jetzt schon ist. Wir produzieren jetzt schon automatisch Bahn. Ich meine, die Geschwindigkeit ist jetzt vielleicht noch eher meh, aber dennoch. So, den könnten wir dann auch noch dazu schalten. Aber vielleicht eher so auf Abruf. Das wäre eine Frage, ob das ginge. Dass man so irgendwie jetzt dahinter schaltet und müsste man sich diese Blocks ansehen. Blocker, Verteiler. Ich möchte es ja nicht durchgehen machen. Die sei da, vielleicht damit. Aber mit den Logikblöcken ist das schon ganz cool. Was ich jetzt noch schauen wollte. Hier, dem Glasboden. Kann ich den jetzt auch schräg bauen? Ich kann, wenn ich drehe, kann ich so Ecken machen. Ich kann nur eckiges Glas. Aber ich kann das nicht nach oben bauen. Okay. Schade. Ich weiß noch immer nicht, wie ich die miteinander verbinden kann. Ich überlege gerade. Da, das könnte... Ah, das ist wieder Strom.
Ich könnte da jetzt, haben wir ja Kupfererz und so, da kann ich ja abbauen lassen. Hier auch Eisen. Nee, Kohlenstoff. Aber wie ich das sinnvoll darüber transportiere. Das ist jetzt die Frage, ne? Okay, da müssen wir jetzt noch mehr bauen. Ah, da haben wir einen Eingang. Das kann ich eigentlich machen. Dass wir automatisch forschen. Aber will ich das? Ich könnte hier ein Band da rein machen. Und dann könnte ich automatisch forschen. Wir haben schon 150 grundlegende Forschungen. Es ist eigentlich dann nur die Ingenieurswissen und später dann die anderen, die uns begrenzen. Automatisierung wollten wir jetzt. Das heißt, ich glaube, das probiere ich ja mal. Dass ich das da einfach reinschicke. Dafür müssen wir jetzt aber wieder auf Pfade gehen. Statt dass sie das Förderbänder nennen. Problem ist jetzt nur folgendes. Wir brauchen einen Logikblock. Der auf Filter gestellt ist. Da sagen wir nur die zwei. Du bist jetzt leider fehl am Platz. Ja, was machst du? Ja, ist egal. Wir brauchen noch mehr Drähte. Drähte. Und dann schauen wir, dass wir einfach da diese mehr Wissen ballern. Läuft. Wie viel brauchen wir da? Lass mal. Pfade. Ah, ich habe zu wenig Platten dann, ne? Okay. Platten. Oh no, wir haben keine. Ich brauche Eisen. Kann ich das Eisen da nicht runterholen? Steuerung, Rechtsklick. Nehme ich mir ins Inventar. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht. Ja, normal schon, ja. So. Wir produzieren mal ein paar Eisenplatten. Dann soll das mal ein bisschen automatisiert Wissen anhäufen. Dadurch kommen wir dann auch schneller in unserem Forschungsbaum voran. Das dauert halt auch ewig. Und wir sind schon wieder am Ersticken. Aber ich glaube, wenn das so blinkt, dann muss erst der Kreis auf der Seite weg werden, weil es sieht so aus, als wenn das sinkt. Und wahrscheinlich erst, wenn wir da unten sind, ersticken wir. Hoffe ich mal, denke ich mal. Okay. Wir gucken gleich wieder auf Bau und Pfade. Wir können, geht sich das jetzt aus? Ich denke.
Kupfer kommt rein. Passt, also eigentlich müsste es so passen. Das einzige Problem ist anscheinend, dass das ein bisschen zu langsam ist. Könnte man überlegen, ob man sich ja noch einen dazu baut. Könnte man hier noch einen bauen. Kann man das auch irgendwie beschleunigen vielleicht? Nee, gell? Kann man da auch definieren, was er genau anziehen soll? Wahrscheinlich, gell? Eis könnten wir noch überlegen, dass da das hier reingeben soll. Ah, jetzt füllt sich das da auch wieder auf. Wir können eigentlich hier sagen, Jungens, Eis kommt da rein. Können die da über diese Förderbänder gehen? Das ist jetzt die große Frage. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ich hoffe. Ich meine, das ist ja nicht hoch. Die werden da wohl drüber kommen. Die wollen irgendwie daher. Warum wollt ihr daher? Ich muss mir das mit dem Strom irgendwie anders überlegen. Das ist echt mies. Dann bauen wir das hier halt ab. Hilft nichts. Aha, du kannst daher gehen. So, Problem ist jetzt nur, dass das keinen Strom hat. Das werden wir jetzt einfach mit einem Workaround lösen. Jo. Toller Workaround, hätte ich gesagt. Aber die können da auf jeden Fall drüber gehen. Das ist schon mal sehr, sehr schön zu sehen. Perfekt. Also, gut was weitergebracht. Wir haben echt schon einiges an Automatisierung. Schon fancy. Automatisch speichern, perfekt. Dann muss ich kurz noch was anderes gucken. Passt. Aber ich würde sagen, wir werden es dann auch wieder für diesen Stream belassen und auch für dieses Video. Dann möchte ich mich recht herzlich fürs Zuschauen bedanken, für das Like, das ihr natürlich da gelassen habt. Und ja, seid das nächste Mal auch live dabei, wenn ich auf Twitch bin. twitch.tv/latrox. Und schaut gerne in den Discord, den ich euch auch unten in die Beschreibung gepackt habe. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Mittag, Abend oder früh. Bis zum nächsten Video oder Livestream. Ciao.